Hi, mein Name ist Lars und ich bin Agile Coach und Scrum Master bei den Agile Heroes. Ich möchte dir heute alles zeigen, wie du Jira und Scrum miteinander verknüpfen kannst. Das heißt, wir schauen uns den Scrum-Prozess in Jira an. Wir gucken, ob bei welchen Events musst du was in Jira nutzen. Ich gebe dir Tipps und dementsprechend kannst du nach dem Video dann deine ersten Scrum-Projekte dann auch in Jira starten. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Willkommen bei Agile Heroes Education. Starten wir erstmal ganz am Anfang. Also wir haben jetzt beispielhaft ein Scrum-Projekt gestartet und haben jetzt ein initiales Backlog. Ihr seht das Ganze jetzt hier beispielhaft mit Beispiel-User-Stories. Das Ganze könnt ihr auch ganz einfach rechts oben, wenn ihr ein neues Board erstellt, also wenn ihr hier rechts oben auf Board erstellen klickt, dort könnt ihr dann mit Beispieldaten, also falls ihr auch mal irgendwas in der Demo zeigen wollt bei euren Kunden, könnt ihr das Ganze dann dementsprechend oben machen. Wir befinden uns im Scrum-Prozess. Wir haben ein initiales Backlog erstellt. Der Product Owner hat verschiedene Backlog-Items erstellt. Wenn ihr neue Backlog-Items erstellen macht, dann könnt ihr das Ganze hier oben über den Erstellen-Button machen. Wichtig ist, dass ihr dann das richtige Projekt auswählt, den Vorgangstyp, den ihr haben wollt. Also ist es vielleicht ein Bug, also irgendwas, was in der Software nicht funktioniert. Ein Task ist meistens dann eher was, was jetzt nicht konkret dann eine Funktionalität ist, die man entwickelt. Und eine User Story ist das Klassische, was ihr natürlich aus dem Scrum-Kontext kennt. Ihr gebt einen Titel und könnt dementsprechend weitere Felder noch ausfüllen. Das Gleiche könnt ihr auch, wenn ihr schnell einen Vorgang erstellen wollt, könnt ihr das Ganze hier unten machen. Dementsprechend hättet ihr dann hier die Möglichkeit, auch hier dementsprechend ein Ticket zu erstellen. Wenn wir jetzt im Scrum-Prozess uns befinden, geht es ja zum einen erstmal ums Backlog-Refinement. Backlog-Refinement bedeutet, wir konkretisieren die einzelnen Backlog-Items, die wir haben. Das Ganze machen wir, indem ich euch ja eben gezeigt habe, okay, wir erstellen ein Backlog-Item, aber wir können auch danach die Backlog-Items konkretisieren. Und das Ganze könnt ihr zum einen machen, indem ihr auf das Backlog-Item draufklickt, dann wird euch rechts ein kleiner Panel angezeigt, wo ihr zum einen den Titel habt, ihr habt die Beschreibung, ihr habt vielleicht Unteraufgaben, die hier dementsprechend auch noch mit verlinkt sind, könnt ihr auch ganz einfach per Plus neue Unteraufgaben dazu machen und ihr könnt sowas, ihr könnt Personen zuweisen, den Autor ändern und auch ganz interessant natürlich, wenn ihr im agilen Kontext arbeitet, die Schätzung ändern. Das bedeutet, wenn ihr jetzt rein theoretisch im Scrum-Prozess seid, im Refinement seid und jetzt eine Schätzung macht, könnt ihr das Ganze dann hier auch eingeben. Das machen wir jetzt zum Beispiel mal zu einer 8. Dann seht ihr auch hier, die 8 wird hier übernommen. Wenn euch das ganze Feld hier zu klein ist, könnt ihr natürlich auch das Ganze in einem neuen Tab öffnen und somit habt ihr dann die Informationen einfach nochmal ein bisschen größer dargestellt und habt dann auch hier die Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Wichtig hierbei ist, es gibt einen Unterschied zwischen der Cloud-Version von Jira und der Server-Version von Jira. Das heißt, es muss nicht immer alles 1:1, so wie es jetzt hier aussieht, auch bei euch aussehen. Die Grundfunktionalitäten sind aber natürlich auch dort gleich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Backlog-Refinement betrieben haben und dementsprechend dann alle Sachen vorbereitet haben, dass wir in den nächsten Sprint reingehen können, findet ja das Sprint-Planning statt. Das Sprint-Planning, dafür muss natürlich ein Sprint erstellt werden. Das bedeutet, entweder erstellen wir im Sprint Planning einen Sprint, könnt ihr einfach hier per Sprint erstellen machen, oder wenn ihr euer Backlog schon vorbereitet habt, und das würdet ihr dann dementsprechend jetzt hier oben sehen, könntet ihr auch einen Sprint dementsprechend auch vorbereiten schon. Das bedeutet zum Beispiel, der nächste Sprint für uns wäre jetzt Sprint 2, aber wir könnten dann schon sagen, ich kann mir vorstellen, dass im Sprint drauf ungefähr diese Tickets umgesetzt werden. Kann sich natürlich immer wieder noch ändern, aber wir haben jetzt hier dann im Sprint Planning einen konkreten Sprint definiert. Das heißt, im Sprint Planning geht es ja erstmal darum, okay, vielleicht haben wir aus dem alten Sprint alte Tickets, nehmen wir in den Sprint rein. Das gucken wir uns dann beim Abschluss des Sprints an. Zum anderen geht es hier natürlich auch dabei darum zu verstehen, okay, wie können wir dementsprechend diese einzelnen Tickets auch umsetzen im Sprint. Das bedeutet, der Product Owner stellt die einzelnen Tickets, die einzelnen User Stories vor, aber im Endeffekt entscheidet dann das Development Team, was konkret umgesetzt wird. Hierbei geht es natürlich auch um die Schätzungen. Wir sehen jetzt hier, dass wir aktuell, das ist jetzt der aktive Sprint, dass wir hier dementsprechend 16 Story Points im Sprint haben. Wenn wir jetzt zum Beispielhaft sagen, okay, im
aktuellen Sprint, den wir geplant haben, sind 15 Story Points im Sprint. Und da müssen wir natürlich auf unsere Velocity gucken. Also wie viel haben wir auch in den letzten Sprints geschafft? Und auf Grundlage dessen kann dann auch das Development Team eine Aussage treffen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Genauso gut könnt ihr da auch hier per Rechtsklick sagen, ah, wir haben eine Story vergessen, dann packen wir die noch in den Sprint mit rein. Und somit kann man dann innerhalb des Sprint Plannings dann final auf ein Sprint kommen. Und wenn wir dann sagen, okay, wir haben die Tickets ausgewählt, die wir haben wollen, dann können wir dementsprechend den Sprint starten. Das machen wir einfach, indem wir auf Sprint starten klicken und dann wird uns hier wieder eine Bildschirmmaske angezeigt. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste und auch das, was am häufigsten vergessen wird. Es muss ein Sprintziel definiert werden. In den meisten Fällen hat der Product Owner ein Sprintziel im Vorgang auch schon als Entwurf entstellt, dass man weiß, okay, wo soll die Richtung hingehen, weil dann hat man auch die Möglichkeit, Tickets auszutauschen. Aber dementsprechend kann man dann hier noch ein Sprintziel mit eintragen. Also das ist ein, machen wir das jetzt einfach mal, Sprintziel ist kein richtiges Sprintziel, aber damit geht es natürlich einfacher, kann man hier ein Sprintziel definieren. Wir können natürlich, je nachdem, wie unsere Sprints voran waren, können wir ganz genau sagen, wollen wir jetzt einen 2-Wochen-Sprint haben, wollen wir dediziert einen 3-Wochen-Sprint haben oder auch dementsprechend, wenn jetzt zum Beispiel Weihnachten ist und sowas dann auch vielleicht mal kürzer laufen lassen. Nichtsdestotrotz können wir das Ganze dann hier unten starten und wir werden dann direkt weitergeleitet in unser Kanban-Board bzw. unser Scrum-Board. Nachdem wir den Sprint gestartet haben, würden wir auch gemeinsam gerne mit dir starten in die agile Welt. Und das Ganze kannst du ganz einfach über ein Abo hier unten machen. Wir freuen uns, wenn du Teil der Community wirst. Also viel Spaß mit dem weiteren Video. Hier haben wir jetzt alle Tickets, die wir dementsprechend innerhalb unseres Sprints ausgewählt haben. Und wir haben hier dann auch die Möglichkeit, diese innerhalb unseres Workflows abzubilden. Das heißt, ihr habt ja auch hier die Möglichkeit, euer Scrum-Board so individuell zu erstellen, wie ihr es dementsprechend vorhabt. Heißt, wir können über die Board-Einstellung, das kann man sich dann nochmal separat angucken, das würde jetzt ein bisschen tief eingehen. Man hat die Möglichkeit, über die Board-Einstellung verschiedene Sachen in diesem Board, wie das Ganze angezeigt wird, anzeigen zu lassen. Zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir wollen nochmal andere Spalten haben, dass wir irgendwie nochmal eine Testspalte dazwischen haben wollen. Das kann man alles individuell einstellen. Im Kern ist das hier der Reiter aktive Sprints. Vorher haben wir uns im Reiter Backlogs bewegt. Wenn wir uns jetzt innerhalb des Sprints befinden, der Product Owner arbeitet natürlich am zukünftigen Backlog und das Development Team arbeitet natürlich sehr aktiv auch dort mit, aber natürlich in dem Sinn auch in einem Scrum Board, dass wir auch die Möglichkeit haben, hier zu schauen, wie ist der aktuelle Status von unseren Tickets. Das heißt, wir können einfach per Drag and Drop die Tickets, wenn wir etwas jetzt in Arbeit nehmen oder wenn wir dementsprechend etwas fertig nehmen, innerhalb dieses Boards bewegen und hinter diesen verschiedenen Spalten sind die Status hinterlegt und die sind dann automatisch dann auch mit unseren Tickets dann verknüpft. Bedeutet, innerhalb der Dailies ist es häufig so, dass man sich das Jira-Board anguckt. Das kann man auch kontinuierlich machen, da ist jeder anders gestrickt. Aber wir haben natürlich jetzt hier die Möglichkeit, dann auch die einzelnen Tickets mit umzusetzen. Wenn wir jetzt zum Sprintende kommen, müssen wir natürlich den Sprint abschließen. Das heißt, zum einen gucken wir, dass wir vielleicht noch das eine oder andere Ticket auch fertig bekommen. Zum anderen kann es natürlich auch sein, und das wäre dann später für eure Burn-Down-Chart relevant, dass ihr vielleicht Themen, an denen ihr schon gearbeitet habt und wo wir jetzt schon ein bisschen was von den Story-Points abgearbeitet haben, dass wir die Schätzung zum Beispiel runter machen. Dass wir sehen, okay, die Arbeit, die wir geleistet haben, die können wir runterbrennen, aber es kann ja manchmal sein, dass wir Tickets noch mit in den anderen Sprint nehmen. Schauen wir uns natürlich dementsprechend an, wie das Ganze funktioniert. Wir hatten jetzt hier 2 parallele Sprints gestartet, einfach nur vorhin, damit ich euch zeigen kann, dass auch ein aktiver Sprint gehalten werden kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Sample Sprint 2 abschließen wollen, machen wir das einfach, indem wir hier rechts oben auf Sprint abschließen klicken und dann wird uns gefragt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Subtask, die noch nicht abgeschlossen ist, obwohl die Überaufgabe abgeschlossen ist. Das wäre zum Beispiel das hier. Also ihr seht, dass das System dann auch euch Mitteilungen gibt, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist jetzt das perfekte Beispiel. Und jetzt sollte dementsprechend auch die richtige Bildschirmmaske da sein. Das heißt, der Sprint wird abgeschlossen. Und wir können sagen, was mit diesen Tickets passiert. Entweder es wird vom System automatisch ein neuer Sprint erstellt oder ihr könnt das Ganze ins Backlog dementsprechend zurückmachen. Wir sagen jetzt, okay, das soll in den neuen Sprint mit reingehen. Und danach werdet ihr automatisch auf die Burn-Down-Chart des Sprints
hingewiesen. Das heißt, ihr seht, okay, ungefähr so haben wir das Ganze umgesetzt im Sprint. Kontinuierlich hat mir etwas runtergebrannt, kann natürlich auch anders ansehen. Die Vorgänge haben wir abgeschlossen, so viele Story Points, und nicht abgeschlossene Vorgänge haben wir zum Beispiel jetzt die eine. So, wenn wir jetzt hier wieder zurück zum Projekt gehen und in unser Backlog gehen, hat sich automatisch ein neuer Sprint erstellt, und dementsprechend könntet ihr dann auch, wenn ihr einen neuen Sprint erstellt habt, die Tickets dann auch schon in den neuen Sprint mit reinmachen. Und so sieht dementsprechend auch der Scrum-Prozess innerhalb von Jira auf. Das Video sollte euch einen sehr groben Überblick über die einzelnen Bereiche geben. Dementsprechend kann man auch hier nochmal individueller in die einzelnen Themen reingehen. Ich würde einfach nur noch euch sagen, ich würde mich über ein Abo freuen. Wir würden uns über ein Abo freuen, und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß in der Anwendung von Jira.